Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, diesmal Command & Conquer Renegade, einem etwas anderen Ableger der CNC-Reihe. Ich weiß, es war eben ziemlich laut und ich hoffe mal, das ist jetzt im Ingame nicht mehr so. Ich weiß nicht, warum das Intro immer so tierisch laut ist. Ich kann sagen, ich habe schon Spielzeit 30, 45 bis 10 Stunden ungefähr. Also ich habe schon die erste Mission und Tutorial und vielleicht, ich glaube, die zweite habe ich auch schon gemacht. Und ja, ich dachte mir, ja gut, das kann ich ja gleich schon als LP verpacken. Ist natürlich wieder ein Shooter, ich weiß, ich bin nicht unbedingt der Beste in einem Shooter. Aber ja, es ist halt irgendwo noch ein Zusammenhang mit Command & Conquer. Von daher, gut. Willkommen bei der Grundausbildung, Havoc. Ich heiße Logan Shepard. Ich bin bei diesem Grundkurs Ihr Ausbilder. Im Rahmen dieser Ausbildung frischen Sie Ihre Kenntnisse bei der taktischen Bewegung, im Umgang mit Waffen, dem Lenken von Fahrzeugen und den Funktionen einer Basis auf. Sie können mittels der Bewegungstasten vorwärts, rückwärts und seitwärts gehen. Die gesamte Steuerung lässt sich mit Hilfe des Optionsmenüs Ihrem Geschmack anpassen. Üben Sie das jetzt ein wenig. Wir sehen uns im nächsten Abschnitt. Hat das jetzt genug gereicht? Gut. Was stand da mit F1? F1 ist... Achso. Ah, die tolle Waffe. Waffe von ihm. Tolle Anzeige. Ich kann nicht reden. Hier lernen Sie, wie man springt und klettert. Wenn Sie die Sprungtaste drücken, führen Sie einen Sprung aus. Um auf eine Leiter zu klettern, gehen Sie zur Leiter und drücken die Aktionstaste. Jetzt wird es Zeit für eine kleine Übung. Klettern Sie auf diese Leiter und springen Sie auf die Kiste auf der anderen Seite. Gut, ja natürlich, Leitern klettern soll ja kein Problem sein, springen und bla bla bla. Offenbar haben Sie es kapiert. Als nächstes lernen Sie den Umgang mit Eva. Das Gerät auf Ihrem linken Arm wird von uns als Eva bezeichnet. Eine Abkürzung für elektronische Videoassistentin. Die wichtigste Aufgabe von Eva besteht darin, Sie darüber zu informieren, welche Einsatzziele Sie schon erledigt haben und welche nicht. Ich schalte jetzt Ihr erstes Einsatzziel frei. Ihnen wird aufgefallen sein, dass Eva Sie über das Einsatzziel informiert und auf dem Radar in der linken unteren Ecke das Einsatzziel mit einem grünen Stern markiert hat. Es gibt drei Arten von Einsatzzielen. Primäre, sekundäre und geheime Einsatzziele. Der grüne Stern zeigt ein primäres Einsatzziel an. Um einen Einsatz erfolgreich zu beenden, müssen alle primären Einsatzziele erfüllt werden. Zu Ihren Informationen gehören auch eine Landkarte, die Einsatzdaten und eine laufend aktualisierte Gefechtsdatenbank. Sie können sich die Informationen jederzeit ansehen, indem Sie die EVA-Taste drücken, die zuletzt betrachtete Seite der EVA-Informationen aufruft. Genug zum Thema EVA. Denken Sie einfach nur daran, sich immer wieder auf diesen Seiten die neuesten Informationen anzusehen. Während der Einsätze können Sie mit der Aktionstaste mit anderen Leuten reden oder mit Gegenständen hantieren. Sie können mit einem anderen Soldaten sprechen, indem Sie die Aktionstaste verwenden. Bitten Sie jetzt doch mal den Soldaten am Ausgang, das Tor zu öffnen. Dann geht es weiter. Mach auf. Danke. Na los. Wie war das jetzt nochmal? Melde mich wie befohlen, Sir. Öffne. Na, warum habe ich jetzt... Ja, voll gelogen. Endlich! Oh. Ich weiß, es ist ziemlich anstrengend. Diese Tür erfordert eine Sicherheitsfreigabe der Stufe 1. Ist ziemlich anstrengend. Diese Tür erfordert eine Sicherheitsfreigabe der Stufe 1. Erfordert eine Sicherheitsfreigabe der Stufe 1. Ich will doch gar nicht. Diese Tür jetzt erfordert zeige eine ich Ihnen, Sicherheitsfreigabe wie man Magnetschlüssel der Stufe 1. Achten Sie auf die Farbe der Tür. Um sie zu öffnen, ist ein grüner Magnetschlüssel erforderlich. Für gelbe Türen benötigen Sie gelbe Magnetschlüssel und für rote Türen rote. Hier, nehmen Sie diesen grünen Magnetschlüssel. Dies ist ein Wachturm, der den Stützpunkt automatisch beschützt. Jetzt rein mit Ihnen und mit dem Aufzug nach unten. Sydney erwartet Sie dort. Darf ich wieder reden? Anscheinend. Hey, Havoc! Hier erfahren Sie mehr über Ihre elektronische Videoassistentin, kurz Eva genannt. Am unteren Rand Ihres Bildschirms sehen Sie zwei Balken. Einer der Balken zeigt Ihre Trefferpunkte an und der andere die Rüstung. Wenn Sie Schaden erleiden, werden diese Balken kürzer. Die Rüstung reduziert den Schaden, den Sie erleiden. Ich will Ihnen das jetzt mal vorführen und auf Sie schießen. Hey, ist das wirklich notwendig? Sie haben sicher gesehen, wie der Balken für Ihre Trefferpunkte gesunken ist. Der Balken wird zuerst gelb und dann rot. Rot bedeutet, dass Sie fast erledigt sind. Jetzt kommen wir zu den Ausrüstungspaketen, die Sie aufsammeln können. Das ist ein Gesundheitspaket. Heben Sie es auf, damit es weitergeht. Solange du mich nicht wieder anschießt. Sie sehen, dass sich Ihre Trefferpunkte vollständig regeneriert haben. Jetzt probieren wir ein Rüstungspaket. Heben Sie es auf.
Jetzt ist der Balken für Ihre Rüstung vollständig gefüllt. Das heißt, Sie tragen die maximal mögliche Menge Rüstung. Achten Sie jetzt wieder auf Ihre Trefferpunkte und Ihre Gesundheit. Wie wäre es, wenn wir das auslassen? Ich schieße nur noch einmal auf Sie. Versprochen. Ihre Rüstung wurde zwar beschädigt, aber dafür haben Sie auch viel weniger Gesundheit verloren. Okay, mit Power-Up sollte jetzt alles klar sein. Also schauen wir uns mal Ihr Radar an. Ihr Radar zeigt Ihnen nicht nur Ihre Einsatzziele, sondern auch den Standort von Infanterie, Fahrzeugen und Gebäuden an. Das Radar zeigt die direkte Umgebung. Die Landkarte hingegen eine etwas strategischere Darstellung. Drücken Sie die Kartentaste, um einen Blick auf die Landkarte zu werfen. Infanterie wird durch Kreise Oh. Cool. Schön. Schöne Karte. Ich habe jetzt eigentlich nur getestet, ob das funktioniert. Aber cool. Gestellt. Sie sehen einen gelben Kreis auf dem Radar. Das bin ich. GDI-Einheiten werden gelb. Boah, kann man die nicht überspringen? Ey, das ganze Gelaber geht mir auf die Nüsse. Dargestellt. Nord-Einheiten sind rot und neutrale Einheiten grau. Achten Sie darauf, wie sich das rote Dreieck über das Radar bewegt. Ja, schön. Das gelbe Quadrat zeigt die Position dieses GDI-Gebäudes an. Wenn man es genau nimmt, zeigt das Quadrat die Position der Hauptkontrollstation an. Aber darum kümmern wir uns später. Wir wollen doch den einfachen Soldaten nicht verwirren, was? Was man alles mit Gebäuden machen kann, wird in einem anderen Tutorial erklärt. Da wir schon von der restlichen Ausbildung sprechen, Sie sind hier praktisch fertig. Ich schalte das Einsatzziel jetzt frei. Eva stellt es dann auf dem Radar dar, sodass Sie den Weg problemlos finden. Zurück zum Reisebus. Ich komme später nach. Endlich. Ich weiß, es ist nicht unbedingt das beste Tutorial, was es gibt. Und ich glaube, ich darf da nicht lang. Und was ist denn jetzt los? Ich möchte gerne raus. Ja, auf jeden Fall, es ist ziemlich langweilig, das Tutorial, das gebe ich schon zu. Sag mal, geht doch. Ja. Sie mag mich. Wie schön für dich. Ja, deswegen. Das ist die Kaserne. Dort drinnen wird Ihnen Gunner den Umgang mit Waffen erklären. Deswegen könnt ihr. Moment, bevor der redet. Ihr könnt euch gerne denn schon zu Part 2 schalten. Part 2 schalten, wenn euch das ganze Tutorial. Gedöns, jetzt sage ich schon so oft Gedöns, irgendwie auch auf die Nerven geht, also ich werde zwar zum Spiel. Lange her, Kumpel, was gibt's? Das hier ist die Kaserne, hier werden die Rekruten ausgebildet. Nord verfügt über ein ähnliches Gebäude. Sie nennen es die Hand von Nord. Wir wollen die Kaserne und den Schießstand dahinter nutzen, um ein wenig den Umgang mit Waffen zu üben. Die erste Waffe, mit der wir üben wollen, ist die Perfect Commando Elite Falcon Pistole. Wählen Sie jetzt die Pistole aus, indem Sie die Handfeuerwaffentaste drücken. Gehen Sie dann auf den Schießplatz. Darf ich jetzt? Danke. Schießen. Sie werden schon bemerkt haben, dass Ihr Fadenkreuz aus einem äußeren Kreis und einem Punkt in der Mitte besteht. Der Kreis zeigt Ihnen auf den ersten Blick, in welche Richtung Sie die Waffe halten. Der Punkt zeigt Ihnen, wo genau Sie hinschießen. Oft werden sich Hindernisse zwischen Ihnen und dem Ziel befinden, sodass Sie das Ziel nicht genau ins Visier nehmen können. Zielen Sie mit der... Jetzt ist das Perfect R59 Pierce Präzisionsgewehr an der Reihe. Wählen Sie das Scharfschützengewehr aus, indem Sie die Scharfschützentaste drücken. Mit Hilfe dieser Waffe können Sie zweierlei erreichen. Sie können Ziele auf große Entfernung präzise ausschalten und Geräusche ausmachen. Drücken Sie die sekundäre Feuertaste, um den Zoom zu aktivieren. Die nächste Waffe ist das Cobretti AR-70 Raptor, ein automatisches Gewehr. Drücken Sie die Feuerwaffentaste, um das Gewehr in die Hand zu nehmen. Das ist schon ganz okay, Gunner. Aber wann kommen wir zum Sprengstoff? Schalten Sie alle Ziele aus. Dann wollen wir uns den ungewöhnlichen Waffen... Jetzt ist der Chakolchai 66mm Typ. Es gibt noch immer Ziele, die Sie zerstören müssen. Kommen Sie zurück, wenn Sie alle Ziele ausgeschaltet haben. Ja, nee, ist klar, ne? Naja, ja, gut, schön. Ja. Mit Raketenwerfer auf Spatzen schießen. Das gehört sich. Jetzt kommen wir zu Ihrem Spezialgebiet. Drücken Sie die Minentaste, um den C4-Plastiksprengstoff in die Hand zu nehmen. Benutzen Sie den primären Feuerknopf, um eine C4-Ladung am Ziel anzubringen. Begeben Sie sich dann in sichere Entfernung, bevor Sie mit dem sekundären Feuerknopf zünden. Das ist ja eine Menge für eine Lektion. Gut gemacht. Sie lernen rasch. Wenn Sie alle Ziele zerstört haben, widmen wir uns noch einem ganz speziellen Ausrüstungsteil. Ja, ich höre gut. Was könnte es denn nur sein? Als letztes geht es um den GS-2.
Gottesgeschenk Ionen-Kanonen-Zielsucher, auch Ionen-Markierung genannt. Das Gerät wird verwendet, um dem Ionen-Kanonen-Satellit ein Ziel zuzuweisen. Nord verfügt über ein ähnliches Gerät, das als Nuklearschlag-Zielsucher bekannt ist. Sie können sich vermutlich selbst vorstellen, wozu es dient. Wählen Sie die Ionenmarkierung aus, gehen Sie auf den Schießplatz und legen Sie sie im Zielgebiet ab. Das Zielgebiet ist auf dem Radar markiert. Laden und platzieren Sie den Zielsender der Ionenkanone mit dem primären Feuerknopf. Den Zielgeber scharf zu machen dauert ein paar Sekunden. Darum müssen Sie in Deckung bleiben, bis die Anzeigesequenz... Natürlich können Sie im Verlauf des Spiels noch wesentlich mehr unterschiedliche Waffen finden. Aber diese Anweisungen werden Ihnen helfen, damit klarzukommen. Jetzt wird es wohl Zeit, zur Waffenfabrik zu gehen. Ich markiere Ihr nächstes Ziel auf dem Radar. Passen Sie da draußen auf sich auf, Kumpel. Danke für die kleine Auffrischungsübung, Gunner. Man sieht sich auf dem Schlachtfeld. Nein, da lang, da lang, da lang, da lang. Müsste doch da sein, ne? Ja, Waffenfabrik. Gut, mit Waffen haben wir uns jetzt schon ausgekennt. Ach, egal. Also, ausprobiert. Nee, falsche Etage. Ich kann schon gar nicht mehr reden. Schöne ist, ich habe heute meine letzte Prüfung hinter mir gehabt. Ich habe jetzt schön Freizeit und das alles. Das klingt ja schön. Nach GDI-Stiefeln. Das ist die Waffenfabrik. Die Waffenfabrik ist für die Fahrzeugproduktion im Stützpunkt zuständig. Komm, laber nicht. Geht da anders vor. Die Bruderschaft verlässt sich lieber auf Landebahnen statt Waffenfabriken. Wenn Sie ein leeres Fahrzeug auf dem Schlachtfeld finden, steigen Sie einfach ein und benutzen Sie es. Gehen Sie nach draußen und nähern Sie sich dem Wüstenjäger. Ha, da ist er. Schauen Sie zur Tür des Fahrzeugs. Die erste Person im Fahrzeug ist der Fahrer. Die zweite Person wird zum Bordschützen. Falls noch mehr Personen an Bord gehen, werden sie nur transportiert. Da sie im Moment als Einzige an Bord sind, müssen sie sowohl fahren als auch schießen. Sie können das Maschinengewehr mit dem Fadenkreuz ausrichten und das Fahrzeug mit den Bewegungstasten steuern. Mit der Vorwärtstaste beschleunigen sie. Mit der Rückwärtstaste bremsen sie und beginnen rückwärts zu fahren, sobald sie stehen. Umfahren sie den ganzen... Folgen sie den blauen Sternen auf ihrem Radar. Fahren Sie jeden Zielpunkt an, bevor Sie das Fahrzeug abstellen. Kommen Sie in die Fabrik, dann können wir weitermachen. Sorry. Was war jetzt mit blauen Sternen? Hab da irgendwas mit blauen Sternen gehabt, ne? Ist jemand zum Abschießen? Na wie? Keine Muni mehr? Ah, Muni nach. Den Logan kann ich leider nicht abschießen. Das heißt leider, ja, macht man ja nicht, aber trotzdem. Gut, hier müssen ja irgendwo Gegner sein, oder? Hat man hier irgendwas falsch gemacht? Uhu, wo sind die Feinde? Gibt es überhaupt welche? Hab ich was verpasst? Oder hier hinten, oder was? Nee. Hä? Spiel? Verarsch mich nicht. Na gut, der Stern existiert jetzt nicht mehr auf der Karte, also... Keine Ahnung, ob ich jetzt irgendwas verpasst habe, ich glaube, ich sollte eigentlich nur rumfahren, oder? Ja gut, darf ich jetzt auch endlich... Hupsi, hupsi. Gut, was jetzt? Okay, ich glaube, ich soll wieder reinkommen, oder? Ja, okay, ich komme mal am Ende, Freundin. Das nächste Fahrzeug, das Sie testen dürfen, ist ein Kampfpanzer. Es handelt sich um ein Kettenfahrzeug. Es kann sehr enge Kurven. Mit einem Panzer kann man einfach über Infanterie fahren und sie zerquetschen. Probieren Sie das gleich mal an diesen Zielen aus. Warum drüber fahren, wenn man auch schießen kann? Logik, Logik, Logik. Ich stehe jetzt getötet? Nee, ne? Na gut, komm, einmal darf man überfahren. Ja, sehr spannend, wie man Leute überfährt. Voll brutal das Game, ne? Ja, von wegen, ja. Echtzeitstrategiespiel. Hier wird überfahren. Okay, ja gut, reicht. Noch jemanden? Ja gut, den letzten kriege ich da auch noch. Weg war. Na wie jetzt du lebst? Ich fasse es nicht. Munition voll, ja, ja. Ups. Okay, ich komme. Ja, dir geht's gut, ne? Na ja, gut, was hat sie zu sagen? Nicht? Sollte ich jetzt gerade packen, oder wie? Oder habe ich jetzt da jemanden verpasst, oder wie? Aha, ja. Tolle Logikspiel, weißt du? Ich meine... Nee, gut. Ich glaube, jetzt darf ich drinnen packen, oder?
Gut, super, ich weiß, ich bin gut, sehr gut. Habe ich es jetzt geschafft? Ich meine, ich kann fahren und schießen kann ich auch. Also... Ich habe mal ignorierst du mich? Ja, okay, gut, ich kann fahren, ist da irgendwas noch? Ja, gut. Finden Sie die Tipperung? Ja, komm du mich auch. Kann ich auch sprinten? Ups, tut mir aber leid. Kann ich hochklettern? Natürlich nicht. Ja, das ich weiß. Das ist eine Tiberium-Raffinerie. Gehen Sie nach drinnen, dort übernimmt Dr. Möbius. Kommen Sie hierher zurück, wenn Sie fertig sind. Möbius, wo bist du? Ich bin fertig, okay? Natürlich nicht. Ja, klar. Gut, Möbius, ich komme. Auf zu benutzen, natürlich. So, wo ist denn der alte Sack? Willkommen, willkommen. Ich bin Dr. Ignatio Möbius. Sie sehen hier eine Tiberium-Raffinerie. Hier wird das gesammelte Tiberium verarbeitet. Der ganze Betrieb einer Basis und die gesamte Produktion hängen vom Tiberium ab. Vereinfacht kann man sagen, dass das Tiberium die Haupteinkunftsquelle ihrer Basis darstellt. Das gilt natürlich auch für Nott. Das Tiberium selbst ist noch... Sind Sie bereit? Als nächstes gehen wir zum Kraftwerk. Ja gut, ich erkläre mal kurz. Ja, Tiberium ist Erz, was man abbauen kann, also abbauen muss, womit man halt Gebäude, Einheiten oder ähnliches finanziert und... man muss halt die Felder eher abbauen, bevor es der Feind tut. In unserem Fall Nord. Das ist das Kraftwerk. Gehen Sie rein, um weitere Unterweisungen zu erhalten. Kommen Sie dann wieder hierher zurück. Ja, ist gut. Aufzug benutzen, bla bla bla. Kraftwerk kann ich... Autschicht bekommen, das ist meist cool. Mein Name ist Elena Petrova. Das hier ist nicht mein normales Forschungsgebiet. Ich will mich also kurz fassen. Das ist ein Kraftwerk. Es versorgt andere Gebäude mit Energie. Wenn man ein Kraftwerk zerstört, fallen dadurch andere Gebäude aus. Ich demonstriere jetzt, was passiert, wenn das Kraftwerk ausfällt. Einige Gebäude funktionieren nur noch mit reduzierter Effektivität. Etliche funktionieren überhaupt nicht mehr. Denken Sie allerdings daran, dass nicht jedes Gebäude Energie benötigt, um zu funktionieren. Das war es eigentlich auch schon. Gehen Sie jetzt wieder nach draußen zu Ihrem Ausbilder. So, das war's. Meine Aufgabe hier ist erledigt, Sir. Gut, habe ich es jetzt damit offiziell geschafft? Ja, tut mir leid halt, ich wurde jetzt angeschrieben. Captain Parker, ich bin Lieutenant Moser. Um zu zeigen, welche Auswirkungen es hat, wenn Gebäude zerstört werden, beginnen wir mit einem simulierten Angriff von Nott. Heißt sie da unten wirklich Maus? 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 Mausi? Maus? Mausi? Maus? Maus, Maus, Maus. Ja, wie ich mich auch voll nicht bewegen kann, ne, weißt du? Gut, simulierter Angriff. Ja, noch schön strecken, bevor sowas passiert. Machen wir weiter. Ein Gebäude von außen zu zerstören ist schwierig. Das gilt umso mehr, wenn es beständig repariert wird. Wie Sie sehen können, arbeitet im Inneren des Gebäudes ein GDI-Pionier an der Hauptkontrollstation. Was, Meistern? Die Hauptkontrollstation ist das Herzstück des Gebäudes. So sieht es aus, wenn ein Gebäude zerstört wird. Nachdem ein Gebäude zerstört wurde, kann es nicht mehr repariert werden. Sie können diesen Abschnitt der Einführung beenden, indem Sie die Not-Officer ausschalten. Sie sind es, die ständig neue Verstärkung anfordern. Sie werden sie ohnehin von den anderen Soldaten unterscheiden können, wenn Sie sie sehen. Zusätzlich wird beim Fadenkreuz noch eine entsprechende Information eingeblendet. Wenn Sie Nachschub in Form von Waffen, Rüstung oder Munition benötigen, sehen Sie sich einfach um. Nachschub liegt überall in der Basis herum. Jojojo. Danke, danke. Noch jemand? Ja, hier. Oh, jetzt nervt doch nicht, Leute. Mein Gott. Na, wie habe ich jetzt das gemacht? Nein, ne? Gut. ich mache hier einfach mal einen Cut.